Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Es ist wohl an der Zeit, mich mal wieder zu melden, und zwar vom Rand meiner Modellbahn, weil ich euch etwas zeigen möchte. Klar, sonst würde ich ja hier nicht stehen und mich melden vom Rand der Modellbahn. Und damit erstmal recht herzlich willkommen bei Traintreams. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da, so auch heute. Und ja, es geht um ein Projekt, was ich im Grunde genommen vor etwas längerer Zeit schon gestartet habe und dieses Projekt ich endlich mal angehen will. Ich hatte ja vor, glaube, 2 Folgen euch gezeigt, wie ich hier hinter mir das Modul hier geschottert habe. Ich mache mal Licht an auf der Anlage, so. Und dieses Modul grenzt ja rechts an den einzigen statischen Teil, wo ich sozusagen ein statischer Teil, wo ich feste Dinge verbauen kann, weil da eben die Weichenstrukturen drunter sind, die ich eben ungern mit einem Modul abnehmen würde. Und das ist so ein zentraler Punkt auf der Modellbahnanlage bei mir, den ich euch jetzt gerne zeigen möchte, was ich da tun will. Auch dort ist wieder ein abnehmbares Modul, das zeige ich euch gleich. Und es geht um dieses Häuschen. Der ein oder andere, ich muss mal kurz was ablegen, der ein oder andere erinnert sich vielleicht sogar noch dran, dass ich das gebaut habe. Das war so vor einem halben Jahr, habe ich auch Video zugebracht, sogar auf Model Creation, wie ich da ein bisschen genauer gezeigt habe, wie ich das gebaut habe. Und dazu habe ich ein zweites Häuschen gebaut. Das hatte ich jetzt die letzte Woche gemacht. Das ist sozusagen das Wochenupdate. Das werde ich euch versuchen, entweder im Hintergrund einzublenden oder ich möchte ungern jetzt zweimal das gleiche zeigen, obwohl das Häuschen jetzt hier, das gelbe, doch ein paar andere Dinge hat als jetzt dieses rote Häuschen. Und hier steht ja so ein Garagentor offen und hier ist so mehrere Türen an den Seiten dran, aber der Grundbau ist im Grunde genommen der gleiche. Aber das werde ich euch gleich im Anschluss noch zeigen, was ich da gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Aber was ich jetzt hier speziell, warum ich hier stehe, das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Da würde ich sagen, ich schwenke gleich mal runter auf das Teilchen, mache das Licht über der Modellbahn an. Das habe ich jetzt natürlich wohlweislich, Moment. So, das ist natürlich jetzt gleich eine ganze Idee heller und ich bin jetzt gar nicht mehr zu sehen. Ich bin jetzt schwarz, deswegen habe ich das gemacht. Ich mache es mal wieder aus, das ist Quatsch. So, da ist der Uli wieder. Und deswegen habe ich das dunkel gelassen. Sonst sieht man mich hier gar nicht, nur als Silhouette. Und was ich damit vorhabe, wo das hinkommt, das zeige ich euch jetzt. Bleibt schön dran. Ich selber bin jetzt nur noch als Teil zu sehen. Und, und zwar geht es um diesen Bereich hier. Hier hinter sind ja die Weichen. Das sind ja mehrere Weichen, die eben hier unten alles aufsplitten. Und das hier ist der statische Teil, den ich von meiner Modellbahn nicht abnehmen kann. Wohl aber kann ich diesen Teil abnehmen. Manch einer wird es noch wissen aus vergangenen Tagen, klingt grausam. Nein, ältere Abonnenten, die mich schon eine Weile schauen oder generell Zuschauer, die mich länger schauen, wissen, dass ich dieses Modul mit so einem Griff hier vorne abnehme. So, das kann ich jetzt hier abnehmen. Ja, das ist praktisch der Anlagenrand. Und hier unten drunter befinden sich jetzt Weichenantriebe, elektrische Bauteile und so weiter und so fort, die praktisch das Ganze regeln. Und auf diesen Teil sollen die beiden Häuschen draufgebaut werden. Das heißt, ich kann das auch abnehmen. Wie gesagt, ich kann das dann entsprechend auf meinem Basteltisch bauen. Ich hatte es mal gezeigt, vielleicht erinnert sich manch einer dran, wo ich diesen Balkenstecker hier angebaut habe. Da liegt das entsprechende Anschlusskabel hier unten drin. Guck mal her. Ja. So, dieses Kabel, so ähnlich, da hat sich ein bisschen Dreck dran gebildet. So ähnlich, wie ich das bei dem Steinbruchmodul gemacht habe. Ja, dieses Kabel kommt dann sozusagen, es ist ja nachher, Moment, einmal verdreht, so rum dran. Dann kommt das Kabel hier dran und dann kann ich hier alles reinbauen. Und kann hier einiges machen. Das heißt, ich habe hier 15 Pole zur Verfügung. Anders als bei den letzten Kabel, da hatte ich ja nur 7 oder 8. Hier habe ich tatsächlich ein voll belegtes Kabel mit 15 Adern. Die werde ich auch brauchen. Denn die Häuschen, ich lege das kurz mal weg. Denn die Häuschen, die ich hier habe, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, die haben ja viele, viele Kabelchen unten dran. Das ist nur so ein bisschen wild angelötet, das bleibt nicht so, denn hier wird ja jeder Raum in dem Häuschen einzeln angesteuert und wird per Zufallsprinzip an- und ausgeschaltet. Das habe ich also so kleine Module da, das hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Ich werde das oben rechts in der Ecke verlinken, wie das Ganze gemacht worden ist, und so
ist das bei Weidenhäuschen, habe ich einmal unterteilt nach obere und nach untere Etage, habe ich mir hier markiert mit dieser Schleife. Da weiß ich, das ist das obere, obwohl das unterm Strich nachher egal ist, weil die Fensterchen bei beiden Häusern sich sowieso einschalten, wie sie wollen und was sie machen wollen. Ich würde sagen, ich ändere die Position nochmal und melde mich gleich nochmal. Die andere Seite jetzt von links. Hier habe ich jetzt, wie gesagt, das, was ich eben abgebaut habe. Hier ist der Stecker, der da unten dran kommt. Den lasse ich mal wieder hier unten verschwinden. Hier sind ja die Weichenantriebe alle drunter verbaut. Und dieses Teilchen kommt ja hier passgenau rein. Das kann ich also einklicken und das war's dann. Das ist übrigens, wer sich erinnert aus einem der letzten Videos, diese kann ich abbauen. Manch einer fragt sich, was ich da für orange Dinger auf der Bahn stehen habe. Das sind also tatsächlich nur Schutzbügel für die kleinen Signalbrücken, die ich selber gebaut habe, die ich hier damals aus dem 3D-Drucker rausgedruckt habe. Und ich habe es mal abgemacht, sieht netter aus. Und die beiden Häuschen. Jetzt kommt die Position, die ich praktisch gewählt habe. Hier habe ich jetzt den Gesamtzug umgeschmissen. Das war natürlich auch schön, sieht man aber gar nicht, ist auch okay. Ja, das wären Bahndammgebäude. Und zwar sollen die hier stehen. Einmal dort und einmal an dieser Stelle. Ich muss mal die Kabel hier irgendwo hinwerfen. An dieser Stelle, so dass ich hier hinten, das ist jetzt schräg, das ist klar, durch die Kabel, das geht jetzt gerade mal nicht anders. Das sieht ein bisschen doof aus. Aber ich denke mal, das passt schon irgendwo. Und an dieser Stelle soll das hingebaut werden. Hier ist der Anlagenrand, ist klar und schwer zu erkennen. Und dieser Bahndamm, der hier hinten relativ hoch ist, mit ungefähr 2 cm, hier vorne vielleicht mit 1, vielleicht ein kleines bisschen nach vorne. Ich muss es mir mal überlegen, wie ich es mache, denn hier vorne soll ja ein Stück Straße dran, weil hier ist ja eine Werkstatt in diesem Häuschen. Ich zeige es noch ein bisschen näher. Hier ist ja die Werkstatt mit der offenstehenden Tür, auch da ist ja eine Beleuchtung drin. Und da wird so halb ein Auto rausgucken, wie auch immer. Und auf jeden Fall soll das praktisch hier so hinkommen, so dass ich hier noch mal einen schönen Abschluss habe, denn hier vorne, man sieht es ja am Zug, hier ist ja das Signal, hier kommt ein Bahnhofgebäude hin, hier an diese Stelle, und das ist so dieser ländliche Bereich von meiner Modellbahn. Auf der anderen Zimmerseite drüben ist ja dann der Stadtbereich, das heißt, da kommt eine große Stadt. Das habe ich aber noch gar nicht gebaut, das ist ja alles noch in Zukunftsplänen, aber wie gesagt, hier die beiden Häuschen sollen hier hin, dass hier eine Straße angedeutet wird, bei der Bahnhof hier von. Das ist alles sehr, sehr eng. Ich weiß nicht, sieht man ja ein bisschen hier schon, ne? Hier so die habe ich selber ausgedruckt. Das wird im nächsten Video wahrscheinlich zu sehen sein oder in einem der nächsten Videos. Die Bahnsteige, da kommt gleich mal Dreck rausgefallen. Die Bahnsteige, das ist hier so ein Treppenabgang. Das passt genau hier vorne hin. Und da muss ich mal sehen, ob ich das so mache und wie ich das mache, alles egal. Auf jeden Fall wird das hier ein schöner Abschluss werden. Hier werde ich nicht ganz so viele Bäume hinmachen, wie ich das in den letzten Videos gemacht habe, was den Steinbruch da weiter hinten anging. Hier soll also alles hier vorne gemacht werden. Vielleicht hier hinten so einen kleinen, ja, wie soll ich mal, warte mal, kann ich ein bisschen näher ranzoomen? Augenblick mal, ich versuche es mal, dass wir es trotzdem noch vernünftig sehen. Ja, jetzt verschwinden wir so langsam aus dem Bereich raus. Augenblick. So, nicht zu dolle rumwackeln hier mit euch. So, jetzt denke ich, sieht man das ein kleines bisschen besser. Hier sollen vielleicht wie kleine Zäunchen hinten in eine Terrasse eingebaut werden, wo eben Personen sitzen können. Hier vorne die Straße mit 2 oder 3, weiß ich noch nicht, Laternchen. Das wird eine Sackgasse hier hinten sein. Und der Bereich, das sind ja auch, das ist nochmal ein kleines abnehmbares Modul, was ihr jetzt gerade gar nicht seht, wie ich mitkriege. Ich gehe nochmal ein bisschen raus. Das ist ja nochmal ein abnehmbares Modul hier hinten. Nur dieses kleine Stückchen, das ist nur so eine Wartungsklappe. Die kann ich aber nur rausbauen, wenn ich das rausgebaut habe. Und hier hinten ist es, hinter den Gebäuden ist es fest, das heißt, da kommen Bäume, Büsche, Gras, alles Mögliche hin, so dass eben im Bereich, ich muss nochmal weiter rauszoomen, so dass in dem Bereich hinter der großen Brücke, die ja auch nochmal general beholt werden muss, da hatte ich ja zwar mal gesagt, das mache ich, aber ich habe es noch nicht gemacht, hier ist ja das Nachtlicht mit drauf, dass hier hinten der Bereich, das wird noch ein bisschen waldig werden, weil hier oben und hier rechts sind ja die Wälder.
Das wird noch ein bisschen waldig werden, wird hier vorne langsam auslaufen. Und der Bereich, der jetzt hier vorne steht, da kommen jetzt nicht viele Sachen mehr hin. Das heißt, hier wird Natur, also Grün, Büsche, Bäume, aber auch nicht so dicht, wie ich das drüben gemacht habe. Ich möchte auch die Modelle noch sehen, sonst bringt es ja auch nicht viel. Aber wie gesagt, mir geht es um die beiden Häuschen und das Gelbe, wie ich das gemacht habe. Hier gerade diese kleinen Dachen, die aus, was braucht das, Joghurt-Zeugs da? Ach, was weiß ich. Das werdet ihr im Video sehen. Entweder blende ich schon oben in der Ecke ein oder ich werde es jetzt im Anschluss bringen. Ich weiß es noch nicht. Ich melde mich auf jeden Fall nochmal von meinem Schreibtisch. Und dann würde ich sagen, bleibt schön dran, bis gleich. Dann aus gewohnter Perspektive endlich mal weiter. Ich habe das ja jetzt mit dem Häuschen versprochen. Ich habe es die ganze Zeit noch eingeblendet. Ich habe es ja angeteasert, dass ich das machen werde. Ich habe es natürlich hier auch gemacht. Das Häuschen ist ja im Laufe dieser Folge schon fast fertig gebaut worden. Ich habe es ja immer oben, wie gesagt, eingeblendet. Wer das übrigens noch komplett sehen möchte oder mal als einheitliches Video, das werde ich in den nächsten Tagen auch auf Model Creation hochladen. Das heißt, wie ich das komplette Häuschen gebaut habe, ohne störenden Uli, der irgendwas auf der Modellbahn erklärt, sondern da geht es dann rein um den Modellbau, um dieses Häuschen. Okay, im Hintergrund, ich baue gerade aus diesem vermeintlichen Joghurtdeckel, was irgendwas mit Knorr da drauf steht, sondern die Dachrinnen. Das mache ich immer aus diesen Deckeln ganz gerne, ob das nur von diesen 5-Minuten-Dingern ist oder ob das hier irgendwas anderes war, ich weiß es nicht, habe ich im Müll bei uns gefunden. Und die machen sich gut, auch diese Joghurtdeckel, also ich nehme nicht gerne Alufolie für sowas, weil das ist zu dünn, das ist zu knorkelig, das nimmt keine Farbe an und so weiter. Dieses Zeugs geht wunderbar, das rolle ich immer um so einen Schaschlikstab drumherum, mein Gott, ist das wieder mal schwer, ihr seht es ja hier im Hintergrund schon, und klebe das dann fein säuberlich unter die Dächer drunter. Auch hier wieder mal die kleine Regel, ich könnte es schmaler bauen, ich bräuchte ja bloß einen schmaleren Draht durchzuziehen und so weiter und so fort. Habe mich aber entschieden, das etwas überdimensioniert zu machen, mein Gott, Uli. Überdimensioniert zu machen, damit die Dachrinnen auch gut zu sehen sind. Ich habe es ausprobiert, ich hatte es ja früher mal kleiner gemacht, habe ich mir nicht gefallen, das sah aus, als wenn da irgendwie nur ein Stück Draht dran hängt oder sowas. Deswegen ruhig ein kleines bisschen größer. An dem Häuschen rechts sehen wir das ja schon fertig. Da habe ich es natürlich silber gemacht, weil es besser zum Häuschen passte. Hier bin ich ja so auf diesem grün-gelb-braun gelandet bei diesem Häuschen, habe das braun gemacht und konnte natürlich dann faulerweise mir grüne Bindeträte. Ich habe das auch ein bisschen dicker, wie diese hier zum Beispiel da, und konnte mir aus diesem grünen, recht dicken Bindedraht, ohne was bemalen zu müssen, das Fallrohr gleich draus machen und konnte das entsprechend fertigstellen. Und ich finde, die Häuschen sehen sich beide sehr ähnlich und sind doch dabei unterschiedlich. Unterschiedlich geht es kaum. Das eine ist ein bisschen moderner, ein bisschen abgeranzt, das andere. Aber ist okay, das passt schon alles irgendwo zusammen. Und das finde ich irgendwo nett. Hier hinten die beiden Türen, wir sehen sie nochmal. Das soll das sein, wo hinten nachher die kleinen Gärten dran kommen, direkt am Bahngang. Idyllisch gelegen. Ja, wir Bahnenthusiasten, wir würden das ja mögen. Aber okay, lange Rede, kurzer Sinn. Das war's für die Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich würde mich freuen. Macht schön gut, bis dahin, euer Uli. Ciao.